Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute zu einem ganz beliebten Thema für die Frauen. Und zwar viele Frauen klagen oder beziehungsweise warnen auch den Trainer direkt schon bei Einstieg in die Trainingsplanung. Aber ich will nicht so ein Schrank werden. Aber ich will nicht so dicke Oberschenkel haben. Um Gottes Willen, ich will keinen Schrank mehr, nicht so dicke Oberschenkel haben. Ich will auf gar keinen Fall Muskelmasse zunehmen. Das ist auch ein netter Wunsch, was ich auch natürlich nachvollziehen kann. Aber ihr lieben Damen, so einfach ist das nicht, weil Frauen in der Regel 1,5, 1,8 Kilo Muskelmasse zunehmen können im ersten Jahr, wenn sie einsteigen ins Training, wenn sie noch nie Kraftsport gemacht haben. Wenn der Körper das erste Mal überhaupt Krafttrainingsreize erfährt, dann ist dies möglich. Was sind 1,8 Kilo? Habt ihr schon mal gesehen, was 1,8 Kilo Muskelfleisch ist? Das ist definitiv nicht viel. Und wenn man weiß, wer es richtig macht, dass derjenige gleichzeitig, wenn er tatsächlich diese 1,8 Kilo maximal Muskelmasse zunehmen würde, parallel dazu durchs Krafttraining, das dreimalige zum Beispiel in der Woche und durch eine gezielte Ernährung, dazu parallel, aber jetzt kommt's, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kilo in einem Jahr, 10 Kilo, 15 Kilo an Fettmasse reduzieren kann, ja, das ist möglich. Was sind dann tatsächlich diese 1,8 Kilo Muskelsubstanz? Gar nichts, weil dann die Kleidergröße nämlich trotzdem, trotz der muskulären Zunahme, nämlich um 2, 3 Kleidergrößen, 4 Kleidergrößen geschrumpft ist. Und da wollen wir doch eigentlich hin. Dann noch was zum Thema dicke Oberschenkel, ihr lieben Damen. Das ist auch tatsächlich so. Beim Einstieg in das Krafttraining ist es tatsächlich so, dass in den ersten paar Wochen der Oberschenkel ein wenig dicker werden kann. Aber nur keine Panik. Das ist noch keine Muskelmasse, überhaupt nicht. Sondern es ist einfach nur eine Anpassung ans Krafttraining. Hier wird etwas mehr Wasser eingelagert. Die Glykogenlager, die Zuckerlager, die werden etwas größer. Dadurch wird der Oberschenkel etwas dicker. Die Schicht Depotfett außenrum, die wird halt nicht im gleichen Zeitfaktor reduziert. Deswegen sind im Anfangsbereich gerade die Oberschenkel, die können etwas dicker werden. Aber ihr müsst da schon ein bisschen Geduld mitbringen, schon nicht nach 3 Wochen mit Panikattacken dagegen rumlaufen. Ich mache den Sport nicht mehr, da wächst ja alles, ich wollte kleiner werden, ich wollte einen kleineren Oberschenkelumfang haben, ich wollte schlanker werden, jetzt werde ich auf einmal mehr. Da muss man einfach ein bisschen mehr Geduld mitbringen. Und dann wird es im Laufe der Zeit, unter Voraussetzung, dass ihr den richtigen Trainer habt, auch funktionieren. Und nur wenn ihr 2 Faktoren in Angriff nimmt, und zwar einmal den Faktor Training und einmal den Faktor Ernährung, dann werdet ihr auch unterm Strich euer Ziel erreichen. In welchem Zeitfaktor? Das ist am Anfang relativ schwierig. Das kann man am Anfang eigentlich so gar nicht sagen, weil jeder Mensch individuell natürlich auch darauf reagiert und vor allem dafür zuständig ist, wie weit bin ich versorgt mit Nährstoffen, wie gut bin ich in der Versorgung mit Nährstoffen, habe ich das alles im Griff, wie oft gehe ich trainieren, was habe ich stoffwechseltechnisch als Basic alles mit dabei, und das sind eigentlich die Faktoren, die zählen und so weiter. Aber ihr dürft gerne glauben, die anfänglich dicken Oberschenkel haben nichts mit einem massiven Muskelzuwachs zu tun. Und im Laufe der Zeit wird der Oberschenkel schlanker werden. Da gibt es eine hundertprozentige Garantie von Mr. T dazu. Das war's, ihr lieben Damen. Deswegen lasst euch bitte nicht irritieren. Lasst euch bitte nicht von der Trainingsfläche scheuchen mit den Grundübungen, auch mit der Kniebeuge und mit den Beinübungen, sondern bleibt schön dran, bleibt artig dran, zieht's durch, und im Laufe der Zeit wird sich das Ganze wandeln. Und ihr werdet dann im Spiegel sehen, wow, es hat sich gelohnt. Das war's schon. Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, zum Thema, ihr lieben Damen. Nein, in den ersten paar Wochen wächst kein Beinmuskel, sondern es ist nur eine Anpassung ans Krafttraining. Also keine Sorge. Macht's gut, bis bald.